Wissen Sie? Ja, ich glaube, Sie verstehen mich kein bisschen. Das Ding als Zugführer ist immer wie folgt. Manche denken immer so, oh, easy peasy Job, man hat so ein bisschen seine Ruhe, das stimmt doch vollkommen. Aber dieser Stress ist einem manchmal auch ein bisschen zuwider. Glauben Sie nicht, dass es so einfach ist? In Deutschland, ja gut, da ist halt wirklich so, wenn man Verspätung hat, dann zählt es erst ab, glaube ich, 5 Minuten oder 3 Minuten. Hier in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern der Welt und Europa sieht es ganz anders aus. Da müssen wir auf die Sekunde da sein. Warten Sie mal. Okay, was ist das? Ja, ich glaube, wir sind gleich da. Oh, oh. Kann jemand den Zugführer Bescheid sagen? Wir müssen hier bremsen. Also genau hier. Einkaufsfahrt. Willkommen in St. Pancras International. Wegen der verlängerten Wochenende wird ein zusätzlicher Zug eingesetzt, den Sie fahren werden. Begeben Sie sich zum Führerstand, um loszufahren. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Na, können wir jetzt langsam mal hier los, hier zu TSW 2 und wie ich leider sagen muss, dem letzten Szenario von der Southeastern High Speed. Wir sind jetzt hier schon im Szenario 5 angekommen, von insgesamt halt nur 5. Es gibt ja immer leider nur 5 Stück. Und danach müssen wir ein bisschen weiter gucken. Lübeck, Hamburg war ja so ein bisschen meine Überlegung gewesen. Werde ich aber mal schauen, ob ich das jetzt so großartig mit rannehme, was natürlich jetzt vielleicht ganz neue DLC Rush Hour macht. Das ist ja eigentlich auch schon angekündigt für den Sommer, in dem wir uns gerade befinden. Wir werden jetzt mal hier den Zug ein bisschen vorbereiten. Vorwärts. Ach, stimmt. Neutral. Ja, okay. Neutral. Türen entriegeln. Und deshalb muss ich ein bisschen mal gucken. Ich werde mich einmal ein bisschen schlau machen. Also folgenmäßig ist, fragen mich immer so einige, wann neue Folgen kommen. Eigentlich ganz einfach, wenn Folgen kommen. Und ja, mir gehen ein bisschen halt auch die Ideen aus, was man noch großartig machen kann. Gerade auch vielleicht so in Sachen Spaßfaktor. Eine Sache habe ich noch, vielleicht ein Repertoire. Da muss ich mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich es mir gedacht habe. Ansonsten, wie gesagt, müssen wir mal ein bisschen gucken, was die Pakete anbelangt. Vielleicht gefallen euch aber auch andere Videos, die ich gerade so ein bisschen nach und nach hochlade, gerade auch in Sachen Simulation-Videos. Denn könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Würde mir auch ganz, ganz viel bedeuten. Wir warten jetzt hier noch kurz ab, bis die Türen geschlossen werden können. Das dauert hier immer so ein bisschen. Und dann geht's ab. Wir können ja vorher schon mal gemeinsam gucken. Ablauf, wie sieht denn dieser folgende aus? Wir haben natürlich hier erstmal den Zug aufrüsten, anschalten und dann vorwärts und dann geht's los nach Stratford International um 9.08 Uhr. Um 9.09 Uhr fahren wir wieder los und dann Fahrgäste einsteigen lassen. Okay, oh, okay. Ach, da gehen wir, da wechseln wir wahrscheinlich die Weichen. Aber zwischen 9.09 Uhr und 9.22 Uhr ist jede Menge Zeit. Was ist denn da los? Wir werden einfach mal gucken. Also 9.08 Uhr sollen wir dort sein. 9.22 Uhr geht es dann mit veränderter Stromabnehmerspur weiter. Gut, wir warten jetzt hier noch ganz kurz. Wir dürfen jetzt nämlich jetzt gleich zumachen. Jetzt dürfen wir verriegeln. Ladies and Gentlemen, die Passenger, please. Achso, ja, war es zu spät gewesen, in Zug einzusteigen. So, das DRR deaktivieren und dann den Richtungswender auf vorwärts. Und dann können wir auch, glaube ich, jetzt Gas geben. So, Bremsen hier allesamt lösen. Bremsen sind gelöst und auf geht's. Jo, hat alles funktioniert. 8,4 Kilometer. Bist du nicht gesehen, ob wir jetzt hier pünktlich losgefahren sind. Aber egal, wir halten uns jetzt hier ganz ordentlich an die Geschwindigkeiten. Wir können ja gleich mal ein bisschen den Fahrgästen guten Tag sagen. Zumal wir uns gleich sowieso erstmal im Tunnel befinden. Ah, apropos Tunnel. Haus. So. Und jetzt lassen wir mal ein bisschen rollen. Apropos Tunnel, wir müssen nämlich noch unsere ganzen Lichtlein hier einschalten. Und das ist natürlich wieder, glaube ich, hier. Laserlicht, machen wir einfach Laserlicht an. Führer, Pultbeleuchtung auf hoch. Führerstandbeleuchtung an. Und
Das war hier Spitzensignalleuchten. Dann machen wir mal auf Zugschluss. Nachtersatz. Probieren wir das mal aus. Und dann war ja auch noch Ventilatoren, müssen wir nicht anmachen. Wo war denn wieder das Lichtlein gewesen für die Fahrgäste hinten? Weil da wird es ja wahrscheinlich auch ein bisschen dunkel sein. Linke Türen. Kabinenlicht. Zusatz ein. Ich bin der Meinung, das war dort gewesen. So, ich kann jetzt mal weiter wieder Gas geben. Hintere Kupplung, vordere Kupplung. Puh, nur wenn nicht, müssen die Fahrgäste im Dunkeln sitzen. Da kann ich jetzt auch leider nichts ändern. So, volle Kanne voraus. Oh, nee, wir fahren ja jetzt hier mal was ganz anderes. Siehst du, genau, vorher sind wir ja hier entlang gefahren. Wir fahren jetzt, na gut, wir fahren trotzdem im Tunnel. So ist es nicht. So, ein bisschen abbremsen. Geht doch gerade ein bisschen berg runter. 200, jetzt dürfen wir Vollgas geben. Wollte gerade sagen, er hat ja gerade geblinkt und gepiept, dass wir jetzt hier 200 fahren dürfen. Ich guck mal, was bei den Fahrgästen so abgeht. Ach, da ist schon an. Fahrgäste? Hallo? Hello? It's me? Es ist schon wieder so eine Hinfahrt, wo wir erst an den eigentlichen Bahnhof erst halten und die Leute einsteigen lassen. Hallo? Hallo? Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Okay, ich glaube, wir haben sturmfrei. Naja, okay. Dann gucken wir uns Geschwindigkeit an. 200 dürfen wir maximal fahren. Sind wir auf dem besten Wege? Hier vorne halten wir. Da vorne, okay. Und da stellen wir schon um. Ach doch, stimmt, genau. Wir sind ja, ich bin ja bei Netzer mit dem IC, da sind wir ja durchgefahren. Da habe ich ja gesagt, oh, guck mal da. Guck mal aus dem Fenster raus. Und da ist ein Bahnhof, da haben wir letztes Mal nicht angehalten. Muss ich mir auf alle Fälle merken, dass ich da anhalten soll. Nicht, dass ich jetzt hier wieder durchbrettere. Wenn man natürlich jetzt beim letzten Mal, meine Videoaufnahmen haben ungefähr 1 bis 1,5 Stunden gedauert, das recht zu stippeln. Und wenn man da erstmal 2-3 Mal vorbeibrettert, dann denkt man wahrscheinlich jetzt in dem Moment nicht daran, da auch wirklich anzuhalten. Also Fahrgäste wahrscheinlich erstmal gar keine da. It is what it is. Noch 3 Kilometer. Gehen wir mal hier so langsam aber sicher auf die Bremse. Dann haben wir Stanford International erreicht. Wir haben es 9.06 Uhr. Oben links sieht er ganz gut die Zeit. Um 9.48 Uhr. Das ist mit einem Arbeitskollegen auch unterhalten. Das ist immer so erstaunlich, dass im Ausland wirklich ganz penibel auch auf die Sekunden geachtet wird. Bei uns ist halt wirklich im Minutentakt halt 9.56 Uhr. Oder jetzt in dem Falle vielleicht 9.09 Uhr. Aber nicht auf die Sekunde genau. Das finde ich krass. Wäre nichts für mich, weil ich wirklich jemand bin und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie ist es denn bei euch eigentlich? Seid ihr welche, die wirklich richtig auf die Sekunde genau in der Haltestelle sind, bevor der Bus oder die Straßenbahn kommt oder die Bahn oder was auch immer kommt? Oder seid ihr schon 5 Minuten bis 10 Minuten vorher da? Gerade wenn ihr von zu Hause losgeht oder überhaupt in öffentlichen Verkehrsmittel fahren solltet. Ja, würde mich mal auf alle Fälle interessieren. So, bremsen. Maximale Bremse. Das sieht gut aus. Und dann haben wir auch von der Zeit her Stanford International mega gut erreicht. Sollten sich irgendwo noch Fahrgäste hier befinden, liebe Fahrgäste, Ausstieg in Fahrtrichtung. Ich würde mal sagen, fast links. Wo fahren wir hier hin? Nee, rechts. Liebe Fahrgäste, Verzeihung, Ladies and Gentlemen, the passenger, the exit door is the right side. Thank you. Oh, und das ich muss doch ein bisschen Französisch lernen, fällt mir gerade ein. Bei mir ist es nämlich noch so, dass ich den Fernbus-Simulator jetzt endlich Deutschland jetzt hinter mich gelassen habe. Und, denn, ja, in den nächsten Zeiträumen es nach Paris nicht nur geht, nach Paris auch, aber durch Frankreich, die Provence, die Côte d'Azur. Ach, wird das herrlich. Aber erst einmal sind wir hier beim TSW. Stanford International. Hätte ich natürlich mein zweites Handy hier, könnte ich für euch mal so ein bisschen recherchieren, wann denn Rush Hour vielleicht, ob es neue
neue Updates dazu gibt, wann es denn vielleicht rauskommen sollte, wenn wir denn so die Preise sind. Ach, guck mal, perfekt. Na, Mäusekind, bin da. Hallöchen. Ey, aber auf die Sekunde genau. Jetzt aber noch hier so ein Millimeterpunkt halt. Das wäre ideal. So, einer müssen rollen lassen. Okay. Mal gucken, ob die jetzt auch mal dazusteigen. So. Stafford International, ladies and gentlemen, please. Come in. Oh, da. Da, ein wunderschön gut. Hello. My lady. Oh, hello, my lady. Ha. How are you? I'm your train driver today. Oh, hey, my lady. Wo sind Sie jetzt? Da. Hey, my lady. Oh, heute geht's aber. Heute ist Frauentag. Weltweiter Frauentag. In England. Mal welche hier. Hallöchen, Hallöchen. Hallo. Hallo, keiner da? Ha, wir wollen alle beim Zugführer vorne sitzen. Nee, ist wirklich keiner da. Gut, dann gehen wir mal wieder hier zurück. Hello! Yeah, come in. Train to the next station. I don't know where we are. Please take care and take the train. Yes. This was good. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, wenn wir uns das mal angucken, den Ablauf. Wir sind nämlich jetzt drin. An einen Ort anhalten. Ach! Eberspeed International. Was? Um 9.45 Uhr? Was? Wie soll denn das gehen? Oh, wir fahren los. Ah, okay. Oh, jetzt fahren wir hier 26 Kilometer. Mist, und ich habe mein zweites Handy nicht dabei. Egal. Kriegen wir auch so hin. Das ist gar kein Problem. Wir können einmal mal durch den Zug durchgehen, ein bisschen die Fahrkante kontrollieren. Dann lasse ich natürlich mein sehr gut angelerntes Englisch mal wieder ein bisschen durchblitzen. Und dann können wir einfach noch so ein bisschen quatschen. Also, wir haben jetzt 25 Kilometer vor uns. Da war ja jetzt angedacht gewesen, wenn ihr euch das nochmal hier anguckt, dass wir dort, in ungefähr 12 Minuten da sein sollen. Das ist, glaube ich, dort, wo wir dann wirklich den Stromabnehmer wechseln. Dann fahren wir so ein bisschen Fernverkehr ist das jetzt hier nicht, aber ist halt so ein großer Unterschied, gerade weil die Bögen und der Gleise doch ein bisschen enger sind. Ich würde mal fast sagen, also wir fahren sowas wie eine S-Bahn-U-Bahn-Strecke, auch von der Leistung, von der Geschwindigkeit her. Hier sind wir schon wie ein Express unterwegs, jenseits der 200 ist möglich. Okay, ich denke mal, wir können hier schön Gas geben. Das Gute ist ja, man kennt ja schon so ein bisschen die Karte. Bis hierhin kommt nichts. Hier, wo waren eigentlich die Problemstelle gewesen? War ich hier gewesen? Oder war ich doch davor? Nee, war eigentlich hier gewesen, war? Beim Tunnel. Apropos Tunnel, ich glaube, da hinten vorne kommt schon das Ende. Ah nee, ach. Hier ist der Kreis meiner Maus. Na, guten Morgen. So. Meine junge Dame, bitte die Fahrkarten. My lady, please, your ticket. Thank you. The ticket, thank you. Tickets, thank you. Tickets, oh, wirklich, hier ist wirklich Frauentag. Tickets, thank you. Hallöchen, you speak English? No? Holländisch? Da hat er gerade geprägt gesehen. Frage. War jetzt überhaupt nicht holländisch gewesen, aber egal. Ich habe gerade eben, ich muss ganz ehrlich gestehen, ist gleich halber Schnulzenfilm, aber ich habe Rendezvous mit Joe Black gesehen, mit Anthony Hopkins und Brad Pitt, den Hauptrollen von 1998, wo es darum geht, dass der Tod in Gestalt von Brad Pitt Anthony Hopkins heimsucht und ihn auf seine letzten Tage begleitet und der Tod irgendwie gerne das Menschsein kennenlernen möchte.
Auf was wollte ich eigentlich jetzt gerade hinaus? Das ist natürlich jetzt sowieso die große Frage. Achso, stimmt. Und da haben die Holländisch gesprochen. Der konnte natürlich auch Holländisch. Der Tod kann wahrscheinlich jegliche Sprachen. Und da gab es eine Szene oder mehrere kleinere Szenen am selben Ort, wo er denn Holländisch gesprochen hat. Wie gesagt, ich will da nicht allzu viel verraten. Und ich liebe wirklich, in Anführungsstrichen, alte Filme. Ist mir mittlerweile auch schon 23 her, wo die erschienen. Es war 1998. Da war die WM gewesen. WM war die in Frankreich gewesen. Also irgendwo war sie aber gewesen. Wäre auch komisch, wenn nicht. Und das war so meine erste WM, die ich so wirklich bewusst mitbekommen habe. 94, bin ja 89er Baujahr. 94 war nicht viel gewesen. Achso, hello. Dear Sir, please your tickets. Der Herr, bitte der Wahrgarten. Dankeschön. Achso, warte mal ganz kurz. Natürlich können Sie auch gerne nach vorne gehen. Da habe ich ein paar junge Ladies. Vielleicht wollen die Sie ja mal kennenlernen. Weil bei mir und arbeitstechnisch ist das nämlich tabu. Oh, Hallöchen, hallo. Hallo. Oh, guck mal. Beide waren bei H&M gewesen. Das gleiche Shirt habe ich nämlich auch. Gut, okay. Gehen wir mal wieder zurück. Ganz entspannt, ganz in Ruhe. Ja, und wie gesagt, zu dem, was ich eigentlich noch vorhabe bei TSW, da bin ich mal gespannt, ob das klappen könnte. Und ja, Hamburg-Lübeck-Strecke, wie gesagt, einfach mal schauen. Es stehen noch ein paar andere Sachen, nämlich aktuell so ein bisschen in meinem Plan, auch gerade was finanziell anbelangt, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, dass ich nächste Woche mir den F1 2021 zulegen werde. A, weil ich natürlich so die F1-Serie mit Codemasters von Anfang an gemocht habe. Mittlerweile liebe ich sie echt. Und da ich jetzt meine neue Xbox Series X habe, die ich wirklich, wirklich mal anschließen müsste. Ich hoffe mal, dass wenn das Video rauskommt, ich sagen kann, oh ja, ich habe heute die Xbox Series X angeschlossen. Denn ich will gerne versuchen, dann mit euch dann auch mal hier vielleicht, wenn ihr wollt, ein Vergleichsvideo zu machen. Der Unterschied zwischen One X und Series X in Sachen TSW. Weil das hat nämlich dann auch ein ordentliches Update bekommen. Und zum anderen, ja, wie gesagt, die eine Strecke, die wird auf alle Fälle ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend. Deshalb lohnt sich das wahrscheinlich auch dann mit der Series X mal da anzutreten. Gut, Türchen schließen wir mal. Gut, einen kleinen Sprung haben wir jetzt schon mal gemacht. Wir haben nämlich jetzt nur noch 5 Kilometer vor uns. Man sieht es ja hier ganz gut. Das konntest du hier mit der South Eastern konntest du richtig schön durchbrettern. Ah, schön, dass wir aber auch noch die Türen offen haben. Hallöchen! Oh, ach, das wäre ja cool gewesen. ja, Eberspeed, wir haben jetzt nur noch knapp 4 Kilometer vor uns. Okay, ruckelt ein bisschen, liebe Fahrgäste, ein bisschen festhalten. Und, ach, das kann sein, guck mal. Wir fahren anstatt, ach doch, wir fahren doch da rein? Hä? Okay, gut, dann würde ich mal sagen, oh, hoppla, nein, das war zu weit gewesen. Alles gut, liebe Fahrgäste, nicht aufregen. Alles gut. Wo piept's? Gedrückt halten. Ey, wartet schon. Wartet. Was blinkt denn hier? Was piept hier eigentlich, besser gesagt? Okay, gut. Geschwindigkeit weg. Okay, ich glaube, wir müssen einmal halten, wa? Kann das sein? Ja, ich glaube, das war vollkommen richtig gewesen. So macht man das da auch. Naja, immerhin haben wir den Bahnhof nicht verpasst. Das ist doch auch schon mal sehr gut. Wir fangen einfach nochmal von ganz vorne an. Neutral, ja, okay, es piept noch ein bisschen mehr. Muss so sein. Hello. Ob ich hier rauche? Zugführer, ich darf das. Nein, ist kein Bier, ist Cola Zero. Ich versuche jetzt mittlerweile auf Zucker zu verzichten. Diabetes zu hinsetzen? Oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Tut mir leid. Also halten Sie bitte den Zugführer nicht auf. Ich habe auf alle Fälle was zu tun. Ich muss nämlich jetzt hier langsam bremsen. Bremsen und bremsen. Oh, oh. Komm, setz dich hin. Und volle Kanne hier, volle Möhre. So. Und da kommt schon das Ende des Tunnels.
Okay, Geschwindigkeit verlieren wir nicht schnell genug. Hopp, 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 hopp. Brems, 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 brems. Einmal da hoch. Stimmt, jetzt geht's ja erstmal hier richtig schön hoch. Und da verlieren wir richtig schnell Geschwindigkeit. Perfekt, würde ich sagen. Oh, hoppla. So, meine sehr verehrten Damen und liebe Fahrgäste, nächste Halt ist App Street International. Ladies and gentlemen, the passenger, the next stop of our line is App Street International. I'm grateful for you that you take the train to... Yes. Okay. Ich bedanke mich sehr gerne bei Ihnen, dass Sie hier sich für unsere Bahn... Oh, nein! Ach, verdammt, scheiße! Kacke, schon wieder Not... Ach, Mann, nein! Aussteigen. Okay. Wenn das jetzt hier piept, dann ist ja alles in Ordnung, so. Ah, es piept ja auch hier. Ach, ach, jetzt auf einmal. Hätte mir voll Bescheid sagen können. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich muss hier erstmal... Wenn Sie sich wundern, was hier piept, keine Ahnung. So. Neu, nee. Neutral. Oh, oh. Ja. Und auf. Aus. Okay. Generalschlüssel ziehen. So. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. 115 Meter entfernt. Ey, wo mache ich denn das Gepiepe aus? Bugklappe schließen. Machen wir. Also, es gibt eigentlich einen Schalter dafür. Was ist das hier eigentlich? Hier haben wir einmal Führerstandbeleuchtung ein. Ah, okay. Haben wir hier irgendwie was Wichtiges? Door, open, open. Capped Light. Alter, hier muss da irgendwas geben. Nein, das habe ich, glaube ich. Hä? Warum hat es vorher nicht geklappt? Ich hab's hinbekommen. Alles gut, alles gut. Ihr denkt wahrscheinlich auch, das ist mein erster Tag hier. Kann man so sagen. Ich verstehe mich nicht einmal. Also, 70 Meter zurück. Ich glaube, von der Zeit her liegen wir sowieso ganz gut. Das war irgendwas mit 9.22 Uhr, was wir eigentlich los müssen. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Zug hier komplett umstellen auf Gleichstrom. So. Natürlich erstmal hier Schlüssel rein. Eingeschaltet ist, dann gehen wir auf neutral. Ja, 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 ja. So, alles gut. Dann hier raufdrücken. Nochmal raufdrücken. Und dann warten wir bis 9.22 Uhr. Ich denke mal, wir können schon auf vorwärts gehen, oder? Ah, warte mal, wir machen das mal. Lass mich lieber nochmal neutral. Gut, zeitmäßig passt das sehr gut. Wir schalten aber trotz all dem mal hier unser Lämpchen an. Führerpultbeleuchtung machen wir auf hoch. Die haben hier hinten haben sie ja Licht. Okay, genau. Bitte hinter der gelben Linie bleiben. Das habe ich, glaube ich, soweit verstanden. Tür sind verriegelt. Das müssen wir doch ein bisschen Gas geben. Ein bisschen verschätzt, weil ich noch jetzt hier ein paar Bildchen machen wollte davon. Also jetzt nicht von mir. So. Und... Ja, Vollgas! Auf geht's! Wo geht's eigentlich hin? Stanford International! Ach! Wir fahren wieder zurück. Fahren wir jetzt die ganze Strecke jetzt wieder zurück? Ja, warum nicht? Stanford, Stanford... Nee, da fahren wir aber nur bis zur Endstation anscheinend. Ah, nee. St. Pancras... Also wir fahren... Ja, okay. Gut, das regelt sich aber relativ schnell. Also das passt ja eigentlich ganz gut. Guck mal, wir fahren hier 12 Minuten. Dann ist halt ungefähr eine halbe Stunde, was das jetzt hier läuft. Mit den paar kleinen Fails, die mir so passiert sind. Gar kein Problem. Gut, sehr schön. Supi. Auf geht's. Ha! Bisschen die schöne Luft genießen. Hui! Es haben bestimmt tausend Lokführer vor mir schon gemacht. Den Kopf rausstrecken und dann... Hui! Und dann so langsam umdrehen. Und dann auf einmal kommt dann so ein Mast. So, paff! Oh! Nicht runterfallen. Ha!
Ihr habt gedacht, wa? Dass ich rausfalle. Mir passiert sowas nicht. So. Können wir uns auch nochmal umgucken? Hallo. Ah. Ja. Ha. Ta. Habt ihr nicht gedacht? Oh. Hä? Es ist ein bisschen duster hier. Okay, wir fahren schon mal in die richtige Richtung. Ich hab doch... Ach, das ist das kleine Lämpchen hier. Ist ja süß. Okay, warte. Tür schließen, Führerstandbeleuchtung. Warte mal. Zack. Ha. Sehr gut. Komm, wir haben ein bisschen Zeit. Ich will was ausprobieren. No waste, no fun. Dazu muss ich, glaube ich, nach ganz, ganz weit hinten. Obwohl, warte mal. Theoretisch gesehen, wir können trotzdem da ganz weit hinten laufen. Es sind ja nur 115 Meter. Das ist ja jetzt hier kein halber Kilometer. Bisschen noch die, auch von der South Eastern, die U-Bahn, die wir auf 500 Meter lang gezogen haben. Das war lang gewesen. Da sind wir, glaube ich, dann, ja. Guck mal, hier sind wir nämlich schon. Hallöchen! Ah, ist ja richtig schön voll hier. Warte. Ist übrigens ein Szenario, wo die jetzt alle einkaufen. Es ist länger das Wochenende, alle waren einkaufen gewesen. Ach, genau. Okay, Tür ist offen. Und dann zack. Okay. Kiddies, nicht nachmachen. Onkel kommt gleich wieder. Oh. Nicht nachmachen. He-Man kommt gleich wieder. So. Hop, 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 hop. Geranimo kommt gleich wieder. Zack. Oh. So. Ja, was ein bisschen schade ist, um jetzt mal so ein bisschen auf das Thema, auf das eigentliche Thema zurückzukommen, welche Pakete uns man oder ich mir noch holen könnte. Das bei Steam, ich laufe ja alles über die Xbox, über Steam höchstwahrscheinlich aktuell da sehr, sehr viele Rabatte sind. Ich muss halt sagen, ich bin ein riesen Fan von Steam geworden. Warum ist denn hier irgendeine Tür offen? So. Ah, guck mal, jetzt zeigt mir auch an, dass da die Türen... Hä? Achso, wahrscheinlich ganz hinten. Die beiden Türen sind offen. Hier ist nämlich jetzt zu. Jetzt müsste da auf der einen Seite... Genau, da ist zu. Und die hintersten, die sind nämlich noch offen. Aber die stören uns jetzt nicht großartig. Ist natürlich ein bisschen lustig, weil eigentlich auch der Führerstand da vorne offen ist. Also die Fahrgäste könnten da rein, theoretisch gesehen, auch reingehen. Ach, guck mal, so unsere Spitzensignale haben wir hier gar nicht an. Ich finde, es macht jetzt hier nicht so viel einen Unterschied. Hier, guck mal. Das siehst du ja nicht. Tagfahrt. Ein bisschen. Okay. Gut. Noch 4,4 Kilometer. Wir müssen jetzt mal hier so langsam runterbremsen. Wir gehen mal auf minimale Bremse. Beziehungsweise so auf 25-30%. Und dann lassen wir mal langsam, aber sicher die Geschwindigkeit ein bisschen herunterprasseln. Wie der Regen. Der nicht so richtig kommt. Also es regnet, es ist, ich finde gerade, es ist ein sehr angenehmer Sommer. Es sind die letzten Tage gewesen, nicht zu warm. Da sind auch mal 29 Grad, die es dann vielleicht mal geworden sind, die Woche ganz angenehm. Aber ansonsten war es jetzt wieder mal sehr, sehr schön gewesen, ohne diese 5-6 Tage über 30 Grad und nachts noch fast 25 Grad. Das ist ja immer eklig, da kommt ja keine kühle Luft mehr rein. 50%. Und dann gehst du weiter nach Saint Brent International. Das ist in die Endstation. Hier sollte man jetzt mal ein bisschen mehr unterbremsen. Da vorne ist es auch schon. Kriegen wir aber locker hin. Guck mal, ist schon bei 100 km/h. So, meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, die nächste Halt ist Stratford International. Ladies and Gentlemen, next stop of our line is Stratford International. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. On your right side, please exit this train. If you have to exit here, then you have to exit here. Ja, ich sollte auch mal in die Politik gehen. Da komme ich genauso weiter bei Englisch. Ah, mal gucken. Punktlandung. Das wird eine Punktlandung.
Nein. Nein, 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 nein. Oh. Bla. Na, schaffen wir unter einen Meter? Schaffen wir unter einen Meter? Ja. Ah, nicht ganz. Ein bisschen überfahren. Aber egal. Gut, schnell alle einsteigen lassen. Und um 9.35 Uhr geht's wahrscheinlich weiter. Oder sollen wir 9.35 Uhr dort sein? Weil das ist halt jetzt keine Strecke, die wir mehr fahren. Wir fahren noch ein bisschen durch den Tunnel. Das war es aber auch gewesen. Ah, 9.35 Uhr, okay. Und 30 Sekunden natürlich. Wir zählen ja auch die Sekunden hier mit. Wir fahren dann nur noch 8 bis 9 Kilometer und sind wir nämlich auch schon da. Und dann war es das nämlich gewesen. Und wir gucken dann einfach mal, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Vielleicht kommt noch eine schöne Spaßfolge. Mal gucken, ich versuche mir da irgendwie was zu überlegen. Wie gesagt, ich habe ja sowas im Petto. Mal gucken, ob das aber jetzt so funktioniert. Und außerdem werde ich dann, gucken, welches dieses Ziel, darauf wollte ich es gerade hinaus. Ich war jetzt gerade schon mit meinen Gedanken dort gewesen, wie ich es am liebsten machen möchte, weil da war ich jetzt gerade total festgefangen. Deswegen gerade so ein bisschen die Gedankenlücke. Ja, dann gucken wir uns mal dieses Ziel an. Können wir auch gerne jetzt mal nach der Folge angucken und schauen wir einfach mal, wo uns das Ganze denn hinführen wird. Erstmal machen wir die Tür hier zu, warten bis 9.35 Uhr und 30 Sekunden. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, Ladies and Gentlemen, dear Passenger, ich muss mal kurz für kleine Zugführer, RAF took off for little train drivers. I come back soon. Ich komme gleich wieder, ja, aber das war jetzt, ey, das ist hier, ich halte das hier kaum noch aus, wa? Ich fahre hier schon seit 16 Stunden. Das ist halt schon, das ist Ausbeute, aber ich muss jetzt wirklich Pipi machen, okay? Ich bin gleich wieder da. Ah. Puh. Das war gut gewesen. So. Ey, weißt du, weil meine Kollegen, ich bin ganz ehrlich, die pinkeln ja wirklich in die Flasche, wa? So, Fahrgäste, ich bin fertig. Los, wir können weiter. Gut, jetzt haben wir jetzt die letzten so 8 Kilometer bis zur Endstation St. Pancras International. Dann haben wir es endlich auch mal geschafft. Ja, war eine Hin- und eine Rücktour gewesen. Nichts sonderlich Spannendes, auch nicht sonderlich Schweres gewesen. Gerade auch, weil wir mit denen hier wirklich, wenn wir wollten, durchbrettern konnten. Wir mussten uns aber so ein bisschen an die Zeiten halten, denn die Signale haben Punkt zu unserer Abfahrtzeit erst auf grün geschaltet. Von daher dann doch ein bisschen gemächlicher gefahren, ganz entspannt. Und dann hat es auch eigentlich soweit alles gepasst. Ja, wie gesagt, nächste Folge müssen wir mal so ein bisschen gucken. Und wir können ja gleich mal gemeinsam gucken, ob da jetzt sich irgendwie was getan hat. Aber ich glaube mittlerweile nicht. Also für die Konsolen gibt es ganz, 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 ganz selten mal Rabatte. Und das sind wirklich sehr marginal. Ich denke mal, wenn du mal jetzt wirklich bei Steam gucken würde, da würde es bei TGW wesentlich mehr. TGW sage ich schon. TSW. TGW war ja der aus Frankreich gewesen, der gute Schnellzug. Das ist dann bei TSW. Mann, ey, schon wieder bei TGW gewesen. Bei TSW für die Konsolen wenig im Rabatten aussieht. Ich glaube aber für die Konsole denn doch schon ein bisschen mehr. Von daher, ja, ist ein bisschen schade, weil es ist halt wirklich jede Menge Geld, wa? So eine komplett neue Bahn mit den Szenarien dazu kostet bis zu 30 Euro. Und das haut immer schon so ein bisschen rein. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Hamburg-Lübeck-Bahn überhaupt so ein bisschen gestrickt ist. Da bin ich ja so ein bisschen gespannt. 200 dürfen wir fahren. Hier haben wir jetzt die Strecke, da vorne müssen wir sowieso gleich abbremsen. Wir haben noch 4,6 Kilometer vor uns. Bei 200 gehen wir mal ein bisschen vom Gas runter. Und lassen mal schön austrudeln. Ja, also wie gesagt, das war erstmal eine TSW-Folge gewesen. Ich werde mich noch ein bisschen ransetzen und gucken, was ich noch für Folgen reinkriege. Es kann irgendwann mal sein, dass halt nicht denn so viele TSW-Folgen kommen. Warum? Weil ich dann auch alle schon durchgespielt habe. Weil, guck mal auf die Zahl. Wie viele habe ich jetzt schon gemacht von TSW 2? Wie viele Folgen? Ich weiß selber gar nicht. Die 50 habe ich schon erreicht, wa?
Die 50 habe ich, glaube ich, erreicht. Genauso wie bei anderen TSW. Also ich merke mit TSW 1 oder TSW 2020 und TSW 2 an die 100 Folgen schon gemacht haben. 100 Folgen. Wir sollten uns mal hier bremsen, sonst folgt arg Schlimmes. Ich kann euch echt nur empfehlen, ich spiele mittlerweile sehr viele Simulatoren. Ich habe sogar jetzt heute ein neues geholt. Das werde ich wahrscheinlich am Donnerstag vorstellen, wo dann auch der Fernbus-Simulator kommt und natürlich auch hier TSW 2 dazu. Ich muss die mal irgendwie alle so ein bisschen verlinken. Und dementsprechend, ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr Simulatoren mögt, natürlich, wenn ihr Züge mögt, ist natürlich TSW immer Goldstück, aber und für mich hört es dann auch irgendwann auf, natürlich interessant zu werden, wenn ich nichts mehr weiterspielen kann, alles durchgespielt habe. Und ich bin nicht Krösus, wo ich jetzt sage, ich gebe jetzt hier 30 Euro und habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust für, ja, sind wir mal ganz ehrlich, für ein 2,5-Stunden-Szenario. Von daher, das Geld nehme ich niemals ein. Ich habe, glaube ich, mit TSW nicht, vielleicht gerade einmal so, mit 100 Folgen, gerade einmal so vielleicht ein rabattiertes Paket an Geld eingenommen. Deswegen, also, da muss ich auch ein bisschen gucken und da muss ich auch Abstriche machen. Essen oder TSW, dann nehme ich doch lieber Essen. Oder halt zwei richtig schöne Simulatorspiele von Steam. Sei es zum Beispiel eine Feuerwehr, sei es ein Polizeisimulator. Nur als Beispiel, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, was heute noch kommt. Aber egal. Nur ihr seid Bescheid. Guckt einfach bei mir mal so ein bisschen vorbei. Vielleicht findet ihr da was Schönes. Und ja, 800 Meter, dann sind wir auch endlich da. Bremsen wir mal hier ab. Meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächster Halt ist St. Pancras International. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sage ich jetzt einfach mal. Ladies and Gentlemen, die Passenger, our next stop is St. Pancras International. Oh, auf our right side, you can exit this train. I hope you have a wonderful day. Make the best day you ever had and yes, welcome to St. Pancras. Pancras. Wenn es ein Ort ist, ich weiß gar nicht. Was ist denn das überhaupt? Das ist London? Das weiß ich auch nicht mal. Oh, ist South Eastern ein Ort? Wer weiß das schon? Gut, liebe Leute, der guten Laune. Ich versuche jetzt da vorne irgendwie den Zug zum Halten zu kriegen, ohne jetzt allzu viel kaputt zu machen. Und ich würde mal sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Eine Folge wird es auf alle Fälle noch geben. Dann muss man mal gucken, gerade was für diesen Mord ist. Ein paar Sachen werde ich mir einfallen lassen. Ich habe es euch ja so versucht, ein bisschen zu erklären. Wenn nicht, schaut einfach mal generell auf meinen Kanal. Vielleicht findet ihr da ein paar schöne Simulatoren. Die sind auch aberwitzig. Und da könnt ihr euch immer gerne mit einbringen. Von daher sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Ich entriege mal jetzt hier die Türen. Lassen die Fahrgäste raus. Und dann sehen wir einfach mal zu, wie es hier mit TSW weitergeht. Also bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.